Es ist nicht einfach, immer hinter den Stars hinterher zu sein. Dennoch schauen wir uns ihre Frisuren im Jahr 2013 mal genauer an. Wir kennen und lieben Kim Kardashian als Brünette. Es war eine richtige Überraschung, als sie nach der Geburt ihrer Tochter Northwest als Blondine auftauchte. Und auch der Kurzhaarschnitt war in im Jahr 2013. Jennifer Hudson, Pamela Anderson und Jennifer Lawrence lieben es kurz. Miley Cyrus hat in diesem Jahr für viel Wirbel gesorgt. Sie erzeugte viel Staunen, als sie mit dieser Frisur bei den VMA auftauchte. Rihanna hatte viele verschiedene Frisuren, von grauem Sommer bis hin zu dem sogenannten Bad Head Look bei den American Music Awards. Nicht nur die Frauen lassen sich die Haare machen, auch Bradley Cooper sorgte mit dieser Frisur weltweit für Aufmerksamkeit. Es scheint so, als ob die Promis es einfach nicht sein lassen können.